Wir sind zur Sekunde angekommen in Dessau bei der Firma Wagner Tuning. Eigentlich zu einem Hersteller für Ladeluftkühlersysteme. Wie viele Ingenieure seid ihr hier, die jetzt nur diesen Scan-Bereich machen? Fünf Stück. Ja. Aber die Saumensch, die saugt ja eigentlich. Die kann blasen und saugen. Hat kein Beides. So, Engineering haben wir hinter uns. Jetzt geht's weiter in diesen dezenten Hallen, die ja noch auf dem Gelände stehen. Halle 1, Halle 2. Das ist? Lager. Lager, okay. Da gehen wir danach rein. Erstmal bauen wir jetzt ein bisschen was, ne? So sieht's aus. Das ist also Fertigung. Si, senor. Perfekt. Wir gehen mal reingucken. So, das allererste, was mir hier auffällt, ist da oben ein RS4-Motor. Wie alles begann quasi, ganz am Anfang. Das sind so eure Kummer drauf, ne? Ich sehe auf jeden Fall eure Kummer schon mal. Genau. Das war unser alter Mockup. Ja. Nutzt man ja auch nicht mehr. Ist halt noch da. So, wir sind ja eben gerade schon darauf eingegangen, dass bei Wagner in-house alles konstruiert, engineert und so weiter wird. Die Erzeugnisse kommen dann hier an. So ist es. Gießteile macht ihr nicht hausintern selber? Nee, Gießerei macht ja nicht wirklich. Das würde den Rahmen sprengen. Genau. Aber die Bearbeitung der Gießteile, genau, die machen wir hier. Alles im Haus. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal jede Menge teilweise Einzelteile, teilweise fertige Teile. Wir wollen jetzt aber mal gucken, wie meine Kühler eigentlich gefertigt werden. Das heißt, wie wäre der Ablauf normalerweise? Ja, im Prinzip, die Daten kommen aus der Engineering, werden die Gussteile gefertigt. Gussteile kommen bei uns pro an. Gussteile gehen rüber in die CNC-Fertigung. Mhm. Die schauen wir uns gleich mal an. Ja? CNC-Fertigung klingt auf jeden Fall schon mal interessant. So, also hier, was macht ihr hier jetzt genau? Im Prinzip, nur die sehen die DMU95, ja, im Prinzip ein freies Bearbeitungszentrum, 5-Achs. Dort werden von uns diese Aluminium-Guss-Endkästen halt komplett bearbeitet. Ja. Durch die 5-Achs-Bearbeitung ist es halt für uns auch, wir haben nur eine Spannung, ja, und er kann im Prinzip alle Bearbeitungsschritte in einer Spannung machen, ja, weil die Maschine sich in jede Richtung dreht. Komm, wir gehen mal angucken. Okay, das heißt, ihr kriegt die Gussteile so. So kommen die aus der Gießerei. Also als Rotteil? Gussteil, genau, die sind vorgeputzt. Ja. Wir gehen dann hin und im Prinzip haben die erste Spannung, fräsen die hier plan, ja, kommt noch eine kleine Phase ran. Und so können wir die optimal auf unsere Spanneinrichtung einspannen. Ja. Mhm. Und dann geht im Prinzip die komplette Bearbeitung los. Wir haben hier mehrere Schritte. Wir haben zum einen die obere Halter für den Wasserkühler, den seitlichen Halter, die vorderen Aufnahmen für den Klimakondensator, den unteren Einschubhalter und dann nochmal die komplette Schlauchbearbeitung. Ja? Okay, das heißt, so könnt ihr halt immer sicherstellen, dass wirklich jedes Teil perfekt gleich ist. Absolut 100% genau gleich. Genau. Das passiert mit allen Endkappen. Genau, mit allen Endkästen, die werden so bearbeitet. Die werden alle hier einmal bearbeitet. Genau. Ich greife hier mal rein, da haben wir nämlich eine, die ist schon fertig. So sieht das Ganze ja dann aus. Ja, das ist halt wirklich. Die Schweißer freuen sich wahrscheinlich auch. Genau so ist es. Ja. Hier sehen wir das, was wir vorhin schon im Engineering besprochen hatten, mit diesen Luftleitflächen. Ne? Genau. Da seht ihr, wenn er hier reinguckt, auch nochmal, wie vorhin in der Simulation auch schon ein paar Mal gesehen, dass die Luft wirklich aufgeteilt wird und so das Netz besser angeschrieben wird. Ja, die Endkästen haben natürlich wenig Volumen. Wenn wir wenig Volumen haben, ist es natürlich schwierig, auf so ein hohes Netz die Luft gleichmäßig zu verteilen. Und mit diesen Finnen im Prinzip drin stellen wir auch sicher, dass die Luft überall gleichmäßig hinkommt. Und es ist ja dann auch eigentlich schon, wenn ich die ganzen Halter und Positionen sehe, schon auch ein relativ komplexes Teil. Genau. So, ne? Weil da sind ja schon ein paar Stellen dran, die maßhaltig passen. Das muss schon alles passen. Ja. Wie viele von solchen Endkästen schaffen wir am Tag zu bearbeiten? Am Tag, was schaffen wir am Tag, Thomas, derzeit? 8 Minuten pro Endkasten. 8 Minuten pro Endkasten, naja, wisst ihr Bescheid. Sind ein paar. Ja. Okay. Läuft die Tag und Nacht oder nur ein Schicht? Derzeit nicht. Also wir fahren, wenn es richtig hart auf hart kommt, auch 2 Schichten. Nachts habe ich noch keinen gefunden, der arbeiten möchte. Kommt noch. Also wenn einer von euch nachts arbeiten will, bei dem Herrn melden. Ja, wir können ja mal einmal gucken, ob man da drin irgendwas sehen kann. Das ist ja bei Fräsmaschinen immer ein bisschen komplizierter.
Aber es sind eigentlich nur zwei Schritte. Das heißt, einmal Teil vorbereiten, dass es vernünftig gespannt werden kann. Genau. Und dann schon zack rein und dann macht die alles. Das ist ja das Schöne. Alles ohne Umspannen und so weiter. Genau. Wechselt halt die Werkzeuge alles selbstständig. Die misst das Werkzeug, das Bauteil auch ein. Mhm. Ja. Die Werkzeughalter für die verschiedenen Kästen, die es gibt, sind die hier in der Maschine drin oder müsst ihr die jedes Mal aufschrauben? Die bauen wir selber. Die müsst ihr selber? Ja, ja, die bauen wir halt selber und schrauben die dann halt nachher auf. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Kasten kommt, müsst ihr schon den Werkzeughalter abnehmen? Genau. Ich dachte vielleicht, das ist auch schon irgendwie so, dass das Ding nach hinten geht. So weit sind wir noch nicht. So ein Riesenlager hat und fertig. Ja, geil, krass. Okay. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Ergebnis so natürlich perfekt ist einfach, ne? Weil Guss ist ja auch immer so ein bisschen aufwendiger und schon immer so ein bisschen anders, ne? Und so ist es halt wirklich am Ende dann doch immer identisch gleich. Wo ich die Maschine sehe, da könnte man bestimmt auch haufenweise andere Sachen hier in der Tat drauf fräsen, ne? Ich suche ja immer noch jemanden, der mir so einen Motorblock aus dem Vollen fräst. Könnt ihr? Ja, easy. Weil der Tisch sieht ja schon groß aus, ne? 95er Tisch, die kann es schon. Ja. 95er Tisch, ja krass, ja. Alter. So, okay. Also, Hausaufgabe, wir müssen einen V6 konstruieren. Ja, geil. Cool. So viel schon mal zum Thema Fräsen. Dann gibt es gegenüber noch eine weitere Maschine. Genau. Das ist die DMG CTX 800 Beta. Mhm. Das ist im Prinzip ein 5-Achs-Drehzentrum. Drehfräszentrum, können wir mal sagen. Ja. Dreh- und Fräszentrum. Okay, das heißt, ich kann drehen und fräsen. Richtig, richtig, richtig. Die haben wir eigentlich dafür für unsere, gerade für die Adapter, für unseren Rennsportkühler, für Schlauchadapter etc. Das macht alles die Maschine. Ja. Das heißt, ist auch relativ sorgenfrei. Wir können die vollladen mit Stangenmaterial dort am Schnelllader. Und im Prinzip füttert die sich komplett selber und die fertigen Teile kommen hier unten nachher raus. Ja, also die können wir wirklich komplett durchlaufen lassen, alles selbstständig. Mhm. Krass. Optimal für große Serien. Das heißt, das sind dann so diese Schlauchanschlüsse, so mit diesem Steckverbinder. Genau. Und sowas alles. Genau. Was ja Golf 5, Golf 6, ja, große, das heißt, etc. Das heißt, bis auf die Netze, was wir vorhin schon besprochen hatten, gibt es wirklich eigentlich gar nichts mehr, was hier hausintern gar nicht mehr so gemacht wurde. Genau. Und so könnt ihr natürlich auch perfekt immer relativ schnell, wenn es doch mal irgendwie ein Problem gibt und irgendwas nicht passt, relativ schnell immer. Genau. Ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, mit dem Wasserjet auch Halter zu bauen etc. Das ist alles relativ schnell gemacht. Ja, der versteckt sich da hinten noch. Habe ich selber auch noch gar nicht gesehen. Okay. Das heißt, wir gucken da noch einmal und dann gehen wir rüber zum Schweißen. So, das Teil erinnert mich hier Fernseh, so Orange County Chopper und so. Genau, da habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Die schneiden ja gefühlt jedes Teil auch so. Genau. Ding, ne? Fand ich damals geil, habe ich gesagt, muss ich haben. Da ist das ja auch wieder die kleine Variante so, ne? Da kann man schon ganz gut was rausschneiden. Genau, einmal 2 Meter, da geht schon was. Ja. Das ist Wasserstrahlschneide. Richtig. Das heißt, unter hohem Druck Wasser plus Sand schneide Teile aus. Genau. Jedes Material ohne Wärmeverzug. Mhm. Ja, wir bringen ja keine Wärme rein. Das heißt, wir machen ja nur viel mit Aluminium hier. Das heißt, wenn wir 40, 80 mm Aluminium schneiden wollen, probiert das mal mit Laser. Ja, ja. Geht fast gar nicht mehr. Also machen wir es mit einem Wasserjet und das zu einer Qualität. Ich kann dir nachher mal ein paar Stücken zeigen. Die sind wirklich aalglatt. Mhm. Ja, wir schneiden hier auf ein Zehntel genau. Und da macht ihr dann Halter und all so ein Gedöns raus. Was alles, man alles, was so man mal fix braucht. Ja. Alles braucht, ne? Kleine Serien ziehen wir alles auf dem Jet geholt. Ja. Ja, geil. Ihr seht da so, das sind dann die Überbleibsel, die so am Ende dann überbleiben. Ne? Genau, das ist das Skelett. Wie tief kann das Ding schneiden? Sagen wir 120 mm in Stein. Easy. Krass. Ja, geil. Nee, ist schon unglaublich, was hier alles so rumsteht. So, das heißt, theoretisch hätten wir jetzt zur Sekunde meine Endkästen in der Fräse bearbeitet. Genau. Netze wären schon passend angeliefert worden. Und jetzt wird das Ganze noch verschweißt. Richtig. Geil, das machen wir jetzt.
So, hier liegen auf jeden Fall schon einige Kästen, die schon bearbeitet und fertig zum Verschweißen sind. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ganz schön viel Volumen, was ihr hier immer so fertig macht und dreht. Ne? Das sind dann schon knapp über 20.000 im Jahr. 20.000 im Jahr. Ich weiß nämlich, das ist nämlich nicht alles, sondern das ist nur das, was ihr für die Fertigung gerade braucht. Ne? Genau. Egal, wir machen erstmal meinen Ladeluftkühler. Also Philipp, unterer Endkasten, oberer Endkasten. Ja. Die sehen auf jeden Fall auch so schon wieder, wenn man sie in der Hand hat, schon recht groß aus. Ne? Also ich überlege, dass wir da zwei von haben. Schon recht tief, ja. Das ist schon recht tiefes Netz. Hier seht ihr nochmal, was wir gerade nebenan besprochen hatten. Schlauchanschluss bearbeitet, Halter bearbeitet. Genau. Und im Prinzip die Schweißfläche. Und genau, und hier einmal die ganze Schweißfläche bearbeitet, dass das jetzt alles akkurat und schön ist. Hier liegen die Netze. Sind auch ganz schön. Oh, ist aber leicht, ne? Oh ja. Ist hier fünf, ne? Ja. Hier seht ihr nochmal das, was wir oben gerade besprochen hatten. Das spezielle, ich nenne es jetzt mal Wagner-Netz. Und jetzt muss das Ganze nur verschweißt werden. Richtig. Lass mal die Jungs mal schweißen. Haben wir einen Schweißer? Ja. Gucken, ob er das auch kann vor der Kamera. So aus, als wären die Endkästen jetzt schon da dran geheftet. Die sind schon fest und jetzt wird nur noch geschweißt. So, die Kühler sind geschweißt. Wie viele Kühler schweißt ihr so am Tag? Weil du sagtest ja vorhin vier Schweißer habt ihr. Bis zu 80 habt ihr jetzt schon geschafft, oder? 80, ja. 80 Kühler am Tag? Das sind ja ein paar Meter Schweißen halt, ne? Je nachdem, was für ein Kilo das ist. Ja. Ja. So eine kleine machen sie natürlich 200 am Tag. Wie würde es jetzt weitergehen? Was machen wir als nächstes? Nach dem Schweißen kühlen die Kühler kurz ab, ja, und gehen dann ins Wasserbad zur Druckprobe. Zur Druckprobe, okay. Mhm. Jeder Kühler bei euch? 100% Kontrolle. Jeder wird einmal abgedrückt, ja, dass er auch wirklich dicht, ja, ist? Ja. Können wir uns das angucken? Natürlich. Machen wir. Dann nimm den mal. Okay, das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn die mit Wasser abgedrückt werden. Richtig. Luft in Wasser. Genau. Geht natürlich auch andersrum. Dauert dann aber deutlich länger. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Man muss dazu sagen, wir haben den Kühler natürlich nach dem Schweißen schon abkühlen lassen. Das wird sich jetzt der eine oder andere denken. Sehr schön. Das heißt, jeder einzelne Kühler, der euer Haus hier verlässt, ist, ja, einmal abgedrückt worden. Genau. Das heißt, eigentlich kann er gar nicht so schief gehen. So sieht's aus. Außer er geht auf den Versandwege nochmal irgendwie. Man weiß ja nie so bei den Postboten. Ja, das kann durchaus schon mal passieren. Aber selbst da haben wir halt hart dran gearbeitet, dass das so selten wie möglich passiert. Ja. Wie druckfest sind die theoretisch? Wir haben bei dem Tube-Fin-System, wir geben bis 6 Bar eigentlich frei. Mhm. Ja. Wir haben auch Druckprüfungen gemacht, also da lösen die sich so ab 12 Bar geht's los, damit die sich zerlegen. Ja. Und dann sieht er so aus, ne? Genau, bei 17 Bar sieht es dann nachher so aus. Ich habe das eben gerade nämlich schon erspäht hier bei Mehrkommen. Deswegen, wir müssen euch das unbedingt einmal zeigen. Das waren 17 Bar? Richtig. Okay, das geht dann auf wie so ein Hefekloß. Also ab 17 Bar sind sie undicht geworden. Die haben sich natürlich schon vorher verformt, ja, aber wirklich richtig undicht erst ab 17 Bar. Mhm. Ja. Das wird dann auch mit Hydraulik gemacht. Also das heißt, wir füllen Wasser rein und machen so eine Extremprobe mit Flüssigkeit. Ja. Mhm. Wenn der nämlich dann undicht wird, gibt es keine Explosion, wie es mit Luft zum Beispiel wäre, sondern dann striezt es bloß halt leicht raus. Ja? Ah, okay, verstehe. Und Wasser ja nicht komprimierbar ist. Das macht ihr regelmäßig oder nur so? Das wird bei uns gemacht, je nach, wenn wir neue
Kühler bauen, sage ich mal, neue Netze, dann werden die so alle abgeprüft, mhm. ja, dass wir wissen, wann ist im Prinzip die Bruchfestigkeit, bis wohin ist die da. Ja. Was passiert mit so einem Kühler, wenn der jetzt undicht gewesen wäre? Die wandern in Schrott. Dann ist es vorbei. Genau, also wir gucken halt, liegt es an der Schweißnaht, dann wird nachgeschweißt, kein Problem. Ist irgendwo das Netz zufällig undicht, mhm. aus welchen Gründen auch immer, dann wandert der in Schrott. Mhm. Ja, aber das sieht eigentlich so akkurat geschweißt aus, ne? Sollte so sein, ja. Das sieht doch perfekt aus. Wie geht's weiter? Die Kühler werden jetzt getrocknet und gehen dann zur Beschichtung. Ist das irgendeine spezielle Beschichtung, die da drauf kommt? Das oder? Ist eine wärmeleitende Pulverbeschichtung. Richtige Pulverbeschichtung ist da drauf. Mhm. Okay, den Schritt können wir aber wahrscheinlich nicht verfolgen, weil der wird hausextern. Genau, der ist extern, genau. Dauert halt ein paar Tage, 5 Tage, da sind die wieder da. Da sind die wieder da, okay. Mhm. Aber auch alle Kühler werden beschichtet? Außer Rennsportkühler. Mhm. Ja, also Rennsport ist natürlich, wir machen die Pulverbeschichtung ja aus dem Grund, Oxidation, was weiß ich, durch äußere Umwelteinflüsse, damit der Kühler halt nicht, sag ich mal, vergammelt. Ja, ja. Ja. Also beim Rennen ist es ja was anderes. Rennfahrzeuge werden ja meistens nie im Winter bewegt. Ja, das ist kein Salz auf der Rennstrecke etc. Darum bestellen die auch viele Leute ohne Beschichtung. Ja. Für die Straße hat sich halt herauskristallisiert, dass die Beschichtung halt der beste Weg ist, um den Kühler auch im Leben zu erhalten. Da habe ich auf jeden Fall eine Frage, wo ich einigen Zuschauern die Antwort garantiert, ich sage jetzt mal, schuldig bin. Ganz viele überlegen sich ja immer, dürfen sie ihren Ladeluftkühler lackieren oder pulvern oder auch nicht. Hat das einen negativen Einfluss für den Kühler? Ich sag mal, wir haben Tests gemacht mit einer Fachhochschule mit dieser Beschichtung. Also unsere Beschichtung war nicht messbar, hatte okay. keinen Einfluss auf die Temperatur und hat natürlich auch was natürlich zu tun, wie dick ist diese Beschichtung. Mhm. Wir haben auch lange dahin gearbeitet, um diese Beschichtung so zu machen. Wenn jetzt aber der ganz normale Schrauber sein Auto als Beispiel zum Lackierer bringt und der lackiert aus Versehen den Ladeluftkühler vorne mit? Sobald das so dünn ist, da passiert gar nichts. Okay. Ja. Weil der Typ Kühler ist ja deutlich nicht tiefer, meine ich. Und dann geht ja der Lack maximal an die Oberfläche. Mhm. Ja, und der geht ja nicht bis tief rein. Mhm. Okay, cool. Das heißt, wir sind jetzt theoretisch mit der Fertigung soweit durch und gucken uns jetzt nochmal euer Lager an. Genau. Dann gehen wir mal. Das ist auf jeden Fall ja auch schon ein bisschen größer, das Lager hier. Ne? Naja, schon wieder eigentlich zu klein. Ja. Wie viele Kühler habt ihr hier lagern? Derzeit ca. 6.000 bis 7.000 Kühler. 6.000 bis 7.000 Kühler? Ja. Ja, es ist früher. Die Jungs fangen alle mit Schrauben an, ja. Und wie man sieht, ja, wird ja auch einiges bestellt. Gibt es, ich sag jetzt mal, Deutschland wahrscheinlich eh nicht, weltweit irgendeinen Hersteller für, ich sag jetzt mal, Tuning-Ladeluftkühler, der noch größer ist? Verrat's mir. Keine Ahnung. Ja. Weil 6.000 bis 7.000 Kühler ist ja schon, das ist schon. Also sagen wir so, das Programm an Plug-and-Play-Ladeluftkühlern, da sind wir schon die Größten. Mhm. Ja. Mhm. Also ich finde niemanden mit einem größeren Plug-and-Play-Ladeluftkühlersystem. Auch natürlich jetzt mit unserem neuen Rennsportsystem. Mhm. Die Bandbreite, die wir jetzt abdecken, jetzt auch mit den neuen Applikationen, über 10.000 Applikationen. Ja. Mhm. Da musst du erstmal jemanden finden, der das macht. Ja, klar. Ja. Und alles immer lagern? Im Großteil schon, ja. Da können wir da einmal natürlich. Rein? Natürlich. Das eigentliche Lager ist nämlich dahinter. So, jetzt seht ihr nämlich, was ich hier meinte. Reihenweise Ladeluftkühler, bis der Arzt kommt. Das heißt, hier lagert halt die fertigen Kühler als auch die Einzelteile, ne? Genau. Genau. Mhm. Im hinteren Bereich sind die ganzen Rennsportteile und im vorderen Bereich sind im Prinzip alle Kühler, die wir vorproduziert haben. Mhm. Ja. Also alles im Prinzip, was da drüben fertiggestellt wird, geht danach in die Beschichtung und danach ins Hochregallager. Ins Hochregallager, ne? Genau. Ja, 6.000 bis 7.000 Kühler. Das ist ein bisschen was. So, das war das Palettenlager. Und dann habt ihr noch diesen kleinen Kasten hier. Genau. Für die ganzen Kleinteile. Richtig. Ja.
Und Ladeluftkühler-Kit besteht ja nicht nur aus einem einfachen Kühler, sondern noch zig andere Bauteile, Halter, Schrauben, Schläuche etc. Ja, Luftführung. Jetzt haben wir natürlich gerade Wärmematerial drin. Ja, geht ziemlich. Perfekt, ja. Komplette vorkommissionierte Kits. Schläuche, ja. Schellen, alles drin. Genau, Montagematerial. Was genau ist das hier? Das ist theoretisch, man kann es eigentlich nennen, Lager. Das ist ein Leanlift. Ja. Mhm. Leanlift bedeutet, es ist zum einen ja der Hersteller, ja. Der Lift im Prinzip, es gibt ja Paternoster, die sind umlaufend und das ist ein Lift. Recht intelligentes Bauteil, checkt im Prinzip, wenn das Tablett nach innen fährt, auch die Höhe. Und schaut dann nach intern, wo habe ich genug Platz und sortiert es halt auch da passend ein. Mhm. Ja. Berechnet auch, wie oft habe ich welches Tablett im Prinzip beim Wickel. Ja. Und sortiert es dann halt auch auf Nähe, damit es so schnell wie möglich hier wieder unten beim User ist. Ja. Und wenn ich mir überlege, wie groß euer Sortiment so ist und das alles an Zubehör in den beiden Dingern ist, richtig, dann ist da wirklich ganz gut. Ja, genau. Drin, ne? Also wie viele Kästen ungefähr gehen in so ein Ding rein davon? 1000 pro Lift. 1000 Kästen? Ja. Okay, ja, dann natürlich mit 2000 Kästen kann man schon was machen. Ja, das Ganze staubfrei, ja, ist natürlich eine super Sache. Das heißt, der Mitarbeiter steht einfach nur noch am Pult, dann fährt automatisch das Ding hin, er nimmt es raus. Richtig, genau. Ja. Und genauso natürlich auch wieder einlagern. Ne? Das heißt, der Kasten steht immer irgendwo anders. Es ist nicht gesagt, genau, dass der immer an der gleichen Stelle steht, sondern richtig, der macht komplett, merkt sich das aber, Kasten A steht jetzt, genau, da. Genau, du gibst so nur noch die Artikelnummer ein, beziehungsweise scannst den Barcode und das Gerät fährt ja alles direkt dran. Ja. Wenn bei euch jetzt so ein Kit nicht komplett vorgepackt ist, sondern aus Teil A, B und C besteht, weißt du das auch oder muss der Mitarbeiter selber noch sagen, ich brauche das, das und das? Das wissen wir im Prinzip in unserer Warenwirtschaft. Okay. Dort ist das hinterlegt. Ja. Das heißt, dann kommt der Mitarbeiter her und sagt, er braucht dreimal das. Wenn die Mitarbeiter Leerlauf haben, dann werden die Kits vorkommissioniert, ja, aus den Einzelteilen, Schrauben, Schellen etc. Und dann sind die hier komplett fertig drin. Ja. Also steckt schon auch ein bisschen Technik hinter. Ja, muss ja. Ja. Bei 6.000, 7.000 Kühlern kommt halt was zusammen. So, jetzt kommt aber das, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Ihr habt ja zu euren ganzen Kits auch immer diese schönen Carbon-Luftleitbleche. Ne? Das ist quasi das Teil, was vor den Kühler kommt und dann mit der Stoßstange abschließt. Nun hatte ich natürlich mal wieder einen kleinen Extrawunsch, weil bei meinem Auto, ich habe natürlich keine Scheinwerferreinigungsanlage mehr. Das heißt, normalerweise sitzt an dieser Stelle die Düse, die aus der Stoßstange kommt und den Scheinwerfer sauber macht. Und meine große Frage war, ob es vielleicht machbar ist, dieses Teil ohne die Aussparung zu bauen. Die Aussparungen sind im Prinzip für die Scheinwerferreinigungsanlage und Nebelscheinwerfer. Und Nebelscheinwerfer. Du hast ja beides nicht. Genau, habe ich ja beides nicht mehr. So, und das Ergebnis ist natürlich machbar, bietet aber eigentlich nicht an. War jetzt rein nur einmalig, genau, für mich. Ja, man sieht hier auch noch schön, wo eigentlich das Teil ausgeklinkt werden wäre. Das musst du nachher selber machen. Ne? Und ich klinke da gar nichts mehr die aus. Die Feinarbeit musst du nachher, wahrscheinlich hier ein bisschen, ja. So. Da musst du noch was machen müssen. Ja. Das passt schon. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Das heißt, normalerweise wäre das hier auch schon überall richtig, ein bisschen eingeklinkt. Genau, ja. Perfekt. Aber ist ja umso besser, so kann ich es wirklich dann. Du kannst das 100% genau dicht machen. Ja. Das heißt, so kommt das Teil aus der Rohform. Genau. Und die werden dann von euch bzw. vom Zulieferer komplett fertig gemacht. Genau. Ich merke auf jeden Fall auch hier schon wieder, die sind auch auf jeden Fall leichter als meine jetzigen. Ja. Und flexibel noch. Und dazu genau noch ein bisschen flexibel, weil die sind schon, bin echt gespannt. Also ihr kriegt am Ende auf jeden Fall den Gewichtscheck vorher nachher. Und ich bin da guter Dinge, dass wir pro Seite bestimmt ein Kilo rausholen. Na gut, das denke ich mal schon. Ne? So, und von hier aus verschickt ihr nämlich an weltweit. So sieht's aus. Kann man da irgendwie so ein bisschen was so vom Absatz her sagen? Mehr Deutschland, mehr weltweit, nur noch Ausland, nur Deutschland? Ja gut, das teilt sich natürlich recht gut auf. Ich sage mal 70% Europäische Union, 30% Rest der Welt. Mhm. Ja. Zusammenfassend kann man sagen, über 3000 Händler weltweit. 3000 Händler? Ja. Das ist schon ein bisschen was. Ja, wenn ich mir überlege, 3000 Händler, die euer Produkt dem Endkunden nochmal wieder... Genau. Okay, dann verstehe ich auch 6.000 bis 7.000 Kühler lagern. Weil wenn man sich überlegt, jeder Händler braucht Ware zum Verkaufen. Genau.
3000 Händler weltweit. Krass. Mhm. Das heißt, man kann wirklich sagen, ihr seid wirklich weltweit schon richtig gut. Genau. Richtig gut. Wir sind recht gut aufgestellt, genau. Wir haben da super Partner überall. Ja, das funktioniert. Ja, an der Stelle würde ich sagen, das war Firma Wagner Tuning aus Dessau. Ich bin wirklich geflasht von der Größe, auch von der Kompetenz, von dem Fertigungs-Know-how und so weiter. Ich muss das Ganze erstmal verarbeiten, werde auf dem Rückweg mit René noch ein bisschen drüber philosophieren garantiert, was hier so alles heute gemacht wurde. Definitiv, ja. Da vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Super. Extrem geile Einblicke hier. War super, dass ihr da wart und dass ich euch bei dem Projekt auch begleiten kann, ja. Das kommt ja noch dazu, wir werden uns ja bestimmt eh nochmal sehen, weil das Projekt geht ja jetzt erst richtig los. Das heißt, ich schnappe mir jetzt meine Luftführung, sind die richtigen, und die beiden Kühler. Und dann geht's ja weiter. Ne? Kühler würde ich gerne noch hier behalten. Wir haben da noch eine kleine Sache vor für euch. Ja. Würden wir euch dann später zukommen lassen. Also gibt es noch eine kleine, noch ein Upgrade aufs Upgrade. Wer weiß. Okay, also heute keine Kühler, aber im nächsten Mal. Alles klar. Ciao. Ciao.